Hallo? Ach, am 14. Mai ist wieder Gratis-Comic-Tag? Und ich soll ein Video dazu machen? Hallo, liebe Comic-Fans und die, die es noch werden wollen. Mein Name ist Stefan vom YouTube-Kanal und Blog I Am Nerd und ich darf euch in diesem Jahr die Kategorie Schräger Spaß vorstellen. Ja, ihr habt richtig gehört, am 14. Mai 2022 ist nach einem Jahr Pause endlich wieder Gratis-Comic-Tag. Und auch in diesem Jahr ist Werner wieder mit dabei, der bergstoffvernichtende Rocker aus dem hohen Norden, den man selten ohne seine Horrex sieht. Deshalb stelle ich euch den rebellischen Motorradfan mit der langen Nase einmal vor, der mich schon seit meiner Jugend begleitet hat, als mein Kumpel Jürgen seine Comics mit zur Schule gebracht hat und wie sie in den Pausen verschlungen und Werner in so manchem Schulbuch verewigt haben. Werner steht mir auf den klassischen Chopper und verabscheut japanische Reisschüsseln, also sprich Rennmotorräder. Er fährt auch noch nach einigen Bierchen und ärgert in seinem meist aus kurzen Geschichten bestehenden Comics mit besonderer Vorliebe die Polizei und natürlich auch das Arbeitsamt. Nicht das beste Vorbild, aber immer für einen Lacher gut. Um euch auch ordentlich was zeigen zu können, hat mir der Brösel-eigene Verlag Brösellein ein schickes Paket mit Comics geschnürt. Unter diesem Namen veröffentlichen übrigens Petra und Röttger Feldmann, also Brösels bürgerlicher Name, seit 2018 sowohl alte als auch neue Werner-Comics und sind seitdem auch immer beim Gratis-Comic-Tag vertreten. In dem dicken Paket enthalten war ein kleiner Überblick über die Comics, jede Menge Aufkleber, Lesezeichen, Autogramme und natürlich auch der mega coole Kalender aus dem Intro. Die Flasche Bölkstoff durfte selbstverständlich auch nicht fehlen, die, wie es sich gehört, aus Flensburg kommt, wo der echte Rocker natürlich seine Punkte sammelt. Mit dem Paket waren natürlich auch die beiden Werner Extrawurstbände, aus denen Auszüge im diesjährigen Gratis-Comic zu finden sind. Band 1 befasst sich mit dem traditionsreichen Rennen zwischen Brösel und seinem Freund Holgi, die bereits mehrfach mit Porsche und einem selbstgebauten Übermotorrad namens Red Porsche Killer gegeneinander angetreten sind. Eine wirklich abgefahrene Geschichte, die schon beim ersten Rennen 1988 ziemlich hohe Wellen in der Fangemeinde geschlagen hat. Extrawurst Band 2 steuert einige bisher unveröffentlichte Geschichten bei, die sich über die Zeit angesammelt haben. Amüsanter Zusatzstoff für Werner-Fans, der wie immer ein bisschen über die Stränge schlägt und bei dem jeder sein Fett wegkriegt, besonders natürlich gerne die Polizei. Ich habe jetzt jedenfalls wieder richtig Bock, Werners Kopf in ein paar Bücher zu kritzeln. Vielleicht sehen wir uns ja am 14. Mai zum Gratis-Comic-Tag in einem der teilnehmenden Comicläden. Welche das sind, erfahrt ihr natürlich auf der offiziellen Website. Und bis dahin, schaut gerne mal in meine Social-Media-Kanäle auf YouTube, Instagram, TikTok und Twitter. Bis zum nächsten Video.